In diesem Charakterguide zu Overwatch sehen wir uns den japanischen Bogenschützen Hanzo an, der neben Widowmaker und Ana eine ganz eigene Scharfschützenrolle im Spiel einnimmt. Mit 200 Gesundheitspunkten ist er sehr anfällig und sollte deswegen nicht an vorderster Front agieren. Aber anders als Widowmaker sollte er auch nicht aus extremer Entfernung im Rücken des Teams sein Camp aufschlagen, da man mit seinem Bogen aufgrund des hohen Dropdowns und des Damage Falloffs auf extreme Distanzen kaum konstante Treffer und besonders viel Schaden erzielen wird. Vielmehr ist sein Platz zwischen diesen beiden Positionen zu finden, da er aufgrund seiner Passivfähigkeit an Wänden emporklettern kann, um so von sicherer Höhe Gegner unter Beschuss zu nehmen, aber auch auf mittlere bzw. nahe Distanzen seinen größten Schaden erzielt. Sein Sturmbogen teilt hierbei zwischen 29 und 125 Schaden aus, je nachdem wie lange man diesen aufzieht. Der Maximalwert wird nach 1,2 Sekunden erreicht, was neben dem Schaden auch seine Auswirkungen auf die Distanz des Pfeils hat. Je länger man aufzieht, umso weiter fliegt also der Pfeil und teilt umso mehr Schaden aus. So kann die Fluggeschwindigkeit des Pfeils zwischen 26 und 66 Metern pro Sekunde liegen. Der erhöhte Schaden hat aber auch seinen Preis. Während man den Pfeil aufzieht, bewegt man sich deutlich langsamer und stellt hierdurch für Gegner ein recht einfaches Ziel dar. Sollte man sich in einer brenzligen Situation befinden, kann man die Animation auch abbrechen und sofort weglaufen. Bei Kopftreffern erzielt man wie gewohnt in Overwatch den doppelten Schaden. Es gibt zwar keine Nachladezeit für den Bogen, jedoch dauert es 0,5 Sekunden, bis man erneut einen Pfeil abfeuern kann. Eine der Schwierigkeiten bei diesem Helden ist es, zu wissen, wann man seinen Schuss wie weit aufladen muss, bzw. damit dann auch zu treffen. Zur Orientierung gibt es aber einige Anhaltspunkte, in welchen Situationen sich welcher Schuss anbietet. Schnelle Schüsse sind vor allem in Situationen hilfreich, in denen man schnell aus einer Gefahrensituation entkommen will oder um andersrum einen angeschlagenen Helden zu verfolgen. Auch wenn man nur noch ein wenig Schaden benötigt, um einen Gegner zu erledigen, bietet sich ein schneller Schuss an. Hier kann man dann sogar in der Nähe mit einer Kombination aus schnellem Schuss und anschließender Melee-Attacke recht viel Schaden in kurzer Zeit austeilen. Ansonsten sollte man möglichst immer den Bogen vollständig spannen, um so größtmöglichen Schaden auszuteilen. Seine erste Spezialfähigkeit ist der Sonic Arrow, mit dem er für 10 Sekunden alle Gegner in einem 10 Meter Radius sichtbar macht. Diese Fähigkeit besitzt einen langen Cooldown von 20 Sekunden als Ausgleich dafür, dass man in Echtzeit einem Wallhack gleich jeden Gegner in der Umgebung sehen kann, so wie man dies nur von Widowmakers Ultimate her kennt. Daneben kann dieser Spezialpfeil aber auch zwischen 29 und 120 Schaden austeilen, je nach Dauer der Aufladung. Als Nebeneffekt bei einem direkten Treffer wird dieser Gegner auch angezeigt, wenn er sich aus dem Radius entfernt. Nur Reaper und Tracer können per Schattenform bzw. Recall diesen Effekt wieder entfernen, wodurch der Pfeil dann an der aktuellen Stelle liegen bleibt. Diese Fähigkeit bietet sich vor allem als Absicherung gegen Flankierer an, indem man den Pfeil auf Eingänge oder Ecken schießt, von denen die Gegner kommen könnten. Hier sollte man sich angewöhnen, konstant diese Fähigkeit einzusetzen, um so dem gesamten Team zu helfen. Einen speziellen Trick kann man hierbei vor jedem Rundenstart ausführen, wodurch man zwei unterschiedliche Stellen gleichzeitig aufdecken kann. Nachdem man nämlich einen voll aufgeladenen Pfeil senkrecht in die Luft abfeuert, dauert das Ganze 18 Sekunden, bis dieser wieder auf den Boden aufkommt. Nachdem der Cooldown 20 Sekunden beträgt, kann man also seinen zweiten Pfeil abfeuern, sobald der erste aufgekommen ist, womit man logischerweise zwei Pfeile gleichzeitig auf der Karte aktiv hat. Besonders gut eignet sich dieser Trick vor allem für den Ausgang vorm Gegnerspawn, um sofort zu wissen, welche Route das Gegnerteam gewählt hat. Diesen Double Arrow Trick kann man auch für die zweite Spezialfähigkeit verwenden, nämlich den Scatter Arrow. Mit diesem kann man alle 10 Sekunden einen Pfeil abfeuern, der beim Aufkommen an einer Wand oder sonstigen Objekt aufgesplittet wird in 6 kleinere Pfeile, die dann wiederum 5-mal an Oberflächen abprallen können, bis sie verschwinden. Jeder einzelne dieser Pfeile teilt 75 Schaden aus und sollte man mit dem ersten Pfeil bereits vor dem Aufteilen treffen, teilt dieser 125 Schaden aus. Man kann hiermit also potenziell bis zu 375 Schaden erzielen, wenn jeder dieser Pfeile trifft. Diese Fähigkeit dient in erster Linie dazu, sich selbst vor Flankierern aus der Nähe abzusichern. Hierbei bietet sich an, genau vor die Füße eines Gegners zu schießen, um ihn unter Umständen instant zu erledigen. Auch gegen einen stationären Bastion bietet es sich an, genau vor ihn den Pfeil zu schießen, womit man ihn meistens sofort ausschalten kann. Eine weitere gute Option für den Scatter Arrow sind enge Tunnel oder Eingänge, in denen man Gegner vermutet. Hier kann man erstaunlich oft Gegner sofort erledigen oder sie zumindest aus ihrem Spot vertreiben. Hanzos Ultimate-Fähigkeit ist der Dragon Strike, bei dem er einen Pfeil verschießt, der sich in einen mächtigen Drachen verwandelt und in die Schussrichtung wandert, um alles zu zerstören, was sich ihm in den Weg stellt. Der abgefeuerte Pfeil teilt 125 Schaden aus, die Drachen selbst dann 200 pro Sekunde. Sein Radius beträgt 4 Meter und man benötigt 1,5 Sekunden, um diese mächtige Fähigkeit einzusetzen. Dabei fällt der Schaden vom Zentrum ab, wodurch man unter Umständen am äußersten Rand nicht sofort stirbt und sich noch in Sicherheit begeben kann als Gegner. Während man natürlich mit dieser Ulti Gegner eliminieren kann, die dicht zusammenstehen, ist die Hauptaufgabe dieser Fähigkeit aber eigentlich eine andere. Mit ihr kann man nämlich vor allem Gegner vom Objective vertreiben, um so weiter vorzupushen. Denn beim Einsetzen ertönt ein unüberhörbarer Kampfschrei, gefolgt von einem Brüllen der Drachen, wodurch jeder Spieler sofort weiß, dass er sich schnell in Sicherheit begeben sollte. Dies kann man aber auch wiederum für sich selbst ausnutzen, indem man immer den Dragon Strike nicht direkt auf die Gegner, sondern vielmehr ein wenig dahinter schießen sollte. So laufen die Gegner dann nicht weg, sondern schnurstracks in ihn hinein.
Außerdem sollte man wissen, dass man diese Ulti auch durch Wände hindurchschießen kann, wodurch man die Gegner auch öfters böse überraschen kann. Interessanterweise teilt die Ulti keinen Schaden gegenüber Torpions Turrets, Symmetras Sentries und Teleporter, sowie Junkrats Fallen und Widowmakers Giftmine aus. Gute Kombinationen mit anderen Helden-Ultis werden vor allem mit Zarya's Graviton Surge, Reinhards Earth Shatter und Mays Blizzard erzielt, weil hier logischerweise die Gegner nicht entkommen können. Abschließend sehen wir uns noch die Helden an, gegen die sich Hando sehr gut eignet, beziehungsweise welche Helden einen Counter gegen ihn darstellen. Vor allem Bastion und Torpion sehen gegen den Japaner recht alt aus, da er aus sicherer Entfernung diese stationären Helden gut unter Beschuss nehmen kann. Auch die Supporter Mercy und Zenyatta werden von ihm schnell erledigt, da sie selbst kein probates Mittel gegen ihn haben. Allein diese Gegner zu treffen, stellt die Herausforderung für Hanzo dar. Deutlich einfacher ist diese Aufgabe bei den großen Tankhelden Roadhog oder auch D.Va, wobei erster dem japanischen Bogenschützen nicht wirklich etwas entgegensetzen kann, wenn man sich in sicherer Entfernung von seinem Enterhaken befindet. D.Va kann hingegen mit Hilfe ihrer Verteidigungsmatrix und ihren Schubdüsen schnell zum Scharfschützen hinfliegen, weswegen man sich bei ihr nicht zu sicher fühlen sollte. Keine gute Figur stellt er gegen Reinhardt und Winston dar. Der deutsche Ritter kann mit seinem Schild alle Pfeile spielend ablocken und in der Nähe sollte er außerdem gegen Hanzo auch immer den Kampf gewinnen, da er auch bei einem Treffer mit dem Scatter Arrow genügend Gesundheitspunkte besitzt, um weiterzukämpfen. Winston kann mit seinem Sprung ebenfalls schnell zu Hanzo gelangen, um ihn dann mit seiner Tesla-Kanone recht einfach zu erledigen. Außerdem hat er mit seinem Barriereschild ebenfalls ein probates Mittel, um die Pfeile abzublocken. Wie auch bei den anderen Scharfschützen bieten sich auch gegen Hanzo die schnellen Flankierer Genji, Reaper und Tracer an, um ihn überraschend in den Rücken zu fallen und schnell auszuschalten. Tracer stellt ein extrem schwer zu treffendes Ziel dar, während Reaper ihn mit 1-2 Schüssen ebenfalls schnell erledigen kann, bevor Hanzo reagiert. Im Bruderduell hat Genji außerdem mit seiner Deflektfähigkeit ein extrem gutes Mittel, um Hanzo mit seinem eigenen Pfeilen zu erledigen. Interessanterweise kann er hiermit auch den Dragon Strike gegen ihn richten, wenn er den abgefeuerten Pfeil ablockt, bevor er sich in einen Drachen verwandelt. Auch Farah stellt in meinen Augen einen guten Helden dar, um Hanzo auf die Pelle zu rücken, da dieser schon ein extrem gutes Aim besitzen muss, um sie in der Luft zu treffen. Im Sniper-Duell mit Widowmaker sieht Hanzo ebenfalls den kürzeren, zumindest wenn sich der Kampf auf große Entfernungen abspielt. Im Nahbereich hingegen hat Hanzo durchaus eine gute Chance, mit seinem Scatter Arrow die französische Talon-Agentin zu erledigen, obwohl diese mit ihrer Venom Mine und dem Automatikgewehr ebenfalls ein Duell für sich entscheiden kann. Ich hoffe, dass euch dieser Guide zu Hanzo gefallen hat und euch bei eurer nächsten Runde hilft, noch besser mit dem japanischen Ninja die Gegner zur Weißglut zu treiben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr über ein Like von euch freuen. Alles klar, aber zum Guten bis zum nächsten Mal. Good Game und auf Wiedersehen.